Hallo, willkommen zu den Sanchen Dojo Home Workouts. Ich bin Finn, ich bin einer der beiden Cheftrainer für Jeet Kune Do und Kali im Sanchen Dojo. Und seit über 11 Jahren gebe ich immer am Montagabend meine beiden Einheiten. Zu gegebenem Anlass, diesmal natürlich nur per Video, aber so können wir wenigstens weiter trainieren. Ich habe mir heute als Thema die Directions Sinhalalis ausgesucht, die Nummer 3 und die Nummer 7, und wie man diese beiden dann verbindet. Was ihr dazu braucht, sind 2 Rattanstöcke, wenn ihr sowas natürlich nicht zu Hause habt. Nehmt einfach einen Besenstiel, den ihr teilt in 2 Hälften, oder nehmt 2 Wasserflaschen, oder wie ich das gemacht habe, nehmt einfach eine Zeitung, eine Zeitschrift, die ihr dann mit Tesafilm umwickelt. Das hat ein schönes Eigengewicht und ihr könnt genauso die Schläge ausführen und nachmachen. Ihr könnt sogar mit dem Partner gegeneinander arbeiten. Ich habe das Training so aufgebaut, dass es sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene möglich ist, dieses Video auszuführen. Die Fortgeschrittenen können natürlich einfach vorspulen. Wir packen unten in die Links einfach die Minuten und dann klickt ihr einfach ein bisschen nach vorne. Man kann das Video allein ausführen. Wir haben es extra so gedreht, dass ihr praktisch mit einem Dummy vor dem Fernseher das genau nachmachen könnt. Oder nehmt euch euren Partner oder eure Kinder, versucht mal etwas anderes, auch für Leute, die noch nie Kali gemacht haben, die Chance, mal einen kleinen Einstieg ins Kali zu bekommen. Ich habe das in 5 Parts technisch unterteilt. Wir fangen an mit den Directions Sinhalalis. Erstmal unterrichte ich das Directions Sinhalali Nummer 3 ganz langsam. Dann gehen wir darauf über, das Sinhalali Nummer 6 zu machen. Dann zeige ich, wie man diese beiden Sinhalalis gegeneinander schlägt. Dann zeige ich euch, wie man hinein und heraus wechselt aus dem Sinhalali. Und dann am Ende zeige ich euch auf den Spiegel noch 2 weitere Varianten, dass die Fortgeschrittenen da dann auch etwas zu tun haben. So, wir starten jetzt mit dem Directional Sinhalali Nummer 3. Für die, die es noch gar nicht gemacht haben, werde ich jetzt ganz, ganz langsam vorangehen. Mache auch eine kleine Vorübung. Das heißt, wie gesagt, für die Fortgeschrittenen, die schon mal Kali gemacht haben, einfach vorspulen. So, wir stellen uns bequem hin, das rechte Bein vielleicht nach vorne, lassen die Stöcke hängen und bringen die Schultern einfach erstmal gleichzeitig auf die Schulter. Das ist für mich dann gleichzeitig, ne, dass ich den rechten Stock auf der gleichen Seite auf die Schulter bringe oder den linken Stock. So, jetzt nehmen wir einmal den rechten Stock auf die Schulter und nehmen den linken Stock unter den Arm. Lass die Stöcke wieder hängen, nehmen den linken Stock auf die Schulter und den rechten unter den Arm. So, jetzt das Directional Sinhalali Nummer 3 bringt uns mit 3 Schlägen von der rechten Seite auf die linke Seite und dann wieder mit 3 Schlägen zurück auf die rechte Seite, sodass wir nach 6 Schlägen einen vollen Zirkel gemacht haben. Das machen wir jetzt einmal gemeinsam. Rechten Stock gleichzeitig auf die Schulter, den linken unter den Arm. Beim Schlagen vielleicht noch mal darauf achten, dass die Knöchellinie immer zum Ziel zeigt. Das heißt, wenn ich jetzt einen Schlag nach vorne mache, zeigt hier die Knöchellinie nach vorne. Wenn ich dann einen Schlag zum Knie mache, zeigt auch hier die Knöchellinie zum Knie. Muster ist immer, wir schlagen zum Kopf, zum Knie, zum Kopf mit 3 Schlägen. Das heißt, wir fangen an, rechts zum Kopf. Ziehen den Stock jetzt durch. Jetzt kommt der linke zum Knie. Den müssen wir ein Stückchen tiefer parken, damit der rechte ja gleich Platz hat, wieder zu schlagen. Das heißt, ich parke ihn hier so ein bisschen unter dem anderen Stock, also nicht über dem Stock, sodass ich jetzt mit dem rechten Stock zum Kopf schlagen kann. Und den lasse ich abprallen und ziehe ihn unter den Arm zurück. Das ist praktisch ein Schlag, der schnell rausgeht und wieder zurückkommt. Und nach 3 Schlägen sind wir jetzt auf der linken Seite. Jetzt gehen wir auf die rechte zurück. Den linken zum Kopf durchziehen. Rechten zum Knie, erstmal wieder Knöchellinie zum Ziel und dann eindrehen und zurückziehen. Und dann kommt der linke zum Kopf und zurück. Das heißt, starten wieder mit dem oberen Stock immer zuerst. Jetzt können wir natürlich Muster, um es ein bisschen einfacher zu machen, mitsprechen. Das heißt, zum Kopf durchziehen, zum Knie durchziehen und zum Kopf abprallen lassen, unter den Arm zurück, dass wir ihn nach unten ziehen. Kopf durchziehen, Knie durchziehen und zum Kopf zurück. Zum Kopf durchziehen, zum Knie durchziehen und zum Kopf unter den Arm zurück. Zum Kopf durchziehen, zum Knie durchziehen. Zurück. Und wer schafft ein bisschen schneller, durchziehen oben, durchziehen unten, zurückziehen unter den Arm.
durchziehen oben, durchziehen unten und unter den Arm. So, für die, die es schon ein paar Mal gemacht haben, die können natürlich dann langsam Beinarbeit mit einbauen. So, natürlich kann man dieses Muster auch mit Beinarbeit machen. Beinarbeit ist mit das Wichtigste im Kali, die ganzen Winkel, in denen man sich bewegt. Das heißt, wir schlagen wieder das Muster, lassen es vielleicht erstmal laufen und jetzt merken wir, okay, dann kann ich nicht immer auf den Schlag 1 vielleicht das offene weibliche Dreieck laufen. Dann sage ich, okay, ich lasse das weiterlaufen, dann habe ich ja meine Boxbeinarbeit. Das heißt, meine Gleitschritte nach vorne, zurück, meine Gleitschritte zur Seite. Oder ich fange an, mich ganz langsam erstmal frei zu bewegen und lasse die Stöcke einfach laufen. Auch wenn die Winkel in der Handhaltung nicht mehr ganz so perfekt sind, will ich jetzt einfach Fluss reinkriegen und erhöhe dann das Tempo. Dann fange ich an, mache vielleicht Wechsel, baue einfach Techniken ein und lasse das Muster wirklich fließen. Da kann man dann auch wirklich ein bisschen was für die Kondition machen. Mein Trainer und guter Freund Ralf Beckmann aus dem Kempokan in Hannover hat ein Video über Single Stick und Double Stick gemacht, hat da dann auch am Reifenstapel gearbeitet. Dann kommt man auch in den Bereich rein, dass man ein bisschen mehr in die Anwendung geht und sieht, wofür diese Drills sind. So, da uns natürlich während der Corona-Zeit der Trainingspartner fehlt oder das Training mit unseren anderen Mitgliedern, haben wir hier natürlich jetzt die Möglichkeit, entweder mein Spiegelbild oder mein Bild, was ihr auf dem Bildschirm habt, als Trainingspartner zu sehen und wirklich meinen Schlägen zu folgen, also praktisch gegen meine Stöcke zu schlagen, euch vorzustellen, dass ihr dagegen schlagt. Oder, was natürlich richtig nett wäre, wenn ihr wirklich Tochter, Sohn, Freundin, Freund nehmt und zusammen diese Drills ausführt und dann praktisch einen Sicherheitsabstand nehmt, sodass ihr euch nicht auf die Finger hauen könnt, sodass sich die Stockspitzen einfach oben und genauso im Kniebereich dann einfach einmal unten kreuzen. Ja, dann könnt ihr den Drill wirklich, habt einen runden Takt und könnt das dann gegeneinander durchschlagen. So, wir kommen jetzt zum Directional Szenario Nummer 7. Das Interessante ist, dass das Directional Szenario Nummer 7 die gleichen Ziele anläuft. Und da kommen wir dann ja in unserem dritten Teil auch, dass wir dann das Cinnavali Nummer 3 gegen das Cinnavali Nummer 7 laufen lassen. Man nennt es auch einen Spiegel, weil ich jetzt praktisch immer, wenn der Partner mit der rechten Hand schlägt, mit der linken Hand antworte. Das heißt, eben haben wir mit rechts begonnen, mit dem oberen, und jetzt beginnen wir mit dem unteren Stock. Das heißt, der untere schlägt zum Kopf, zieht durch, der obere schlägt zum Knie, zieht durch, und jetzt ziehen wir den dritten Schlag zurück. Eben in dem anderen Muster, oben durch, unten durch, war es der Winkel Nummer 2, also ein geschlossener Winkel, der zurückgezogen wurde. Jetzt in diesem Muster, der untere beginnt zum Kopf, der obere geht zum Knie und jetzt ist der dritte ein offener Winkel. Das heißt, ich habe hier die offene Bewegung, die ich zurückziehen muss. Und jetzt muss ich auf der anderen Seite auch wieder mit der unteren Hand beginnen, mit rechts zum Kopf, mit links zum Knie und jetzt habe ich auf der anderen Seite den offenen Winkel, rechts zum Kopf und zurück. Und wir haben einmal jetzt den Spiegel oder das Directional Cinnavali Nummer 7 geschlagen. Das heißt, untere Hand beginnt, Kopf, obere, rechte Hand geht zum Knie, die linke Hand zurück, rechts zum Kopf, links zum Knie, die rechte Hand zurück. Das heißt, vom Muster her greifen wir den ersten Schlag oben an, die linke, das linke Gesichtshälfte, dann das linke Knie. Und jetzt gehen wir auf die andere Seite und greifen die rechte Seite. Und jetzt genauso umgedreht. Oben, unten und oben zurück. Oben. Und jetzt könnt ihr euch wirklich mein Bild angucken und könnt wirklich gegen meine Stöcke gegenarbeiten. Das heißt, da seht ihr den Stock ja angeflogen kommen, da schlagt ihr gegen. Schlagt ihr gegen den Stock, der zum Knie geht. Und gegen den Stock, der zum Gesicht geht. So, das ist denn das Cinnavali Nummer 7. So, jetzt können wir beigehen und können, wenn wir zu zweit sind, schlägt der eine das Cinnavali Nummer 3. Und der andere schlägt das Nummer 7. Das heißt, tatsächlich gehen diese beiden Cinnavalis dann gegeneinander. So, jetzt seht ihr
Oder jetzt haben wir für mich auch den Dummy angemacht und ich sehe mich da jetzt im, praktisch auf der Videoleinwand und ich sehe jetzt, oh, er ist jetzt auf der rechten Seite, schlägt den Winkel 1, schlägt den Winkel 2 zum Knie, den Winkel 3. Jetzt ist er, schlägt er, jetzt ist er auf der gleichen Seite wie ich. Das heißt, 3 Schläge noch. 2, 3. Und jetzt kann ich gegen ihn arbeiten. Jetzt können wir gemeinsam starten. 1 gegen 1. Durchziehen. Zum Knie. Durchziehen. Und zum Kopf und zurück. Das heißt, wir sind jetzt, schlage ich, Kopf, Knie, Kopf. Jetzt sind wir praktisch bei dem Directional Sinhavali. Das war der erste Teil, Nummer 3. Und wir können jetzt praktisch gegen den Dummy arbeiten. Und je nach Level könnt ihr jetzt natürlich vorspulen. Für die, die das noch nicht so lange machen, die können dann in dieser Übung bleiben und können arbeiten. So, wenn ich jetzt rausgeflogen bin, kein Problem. Ich gehe jetzt entweder links oder rechts in die Grundhaltung und warte. Oh, da bin ich schon. Da schlägt er. Kopf, Knie, Kopf. Jetzt kommt der Schlag 1. Da. Und ich starte rein und gehe jetzt 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt mache ich das bewusst. Gucke mal. Okay, ich starte links. Mal sehen, wann er auf meine linke Seite kommt. Da ist der letzte Schlag. Jetzt kommt der erste. Und jetzt gehe ich wieder mit rein. Oben. Unten. Oben. Durchziehen, durchziehen, zurückziehen. Und der ist schon langsam, der Typ da. Okay. So, jetzt kommen wir zu dem Directional Sinhavali Nummer 7. Jetzt wird es natürlich ein bisschen schwieriger, weil unser Dummy macht natürlich das Directional Sinhavali Nummer 3. Jetzt muss ich natürlich den Punkt finden, da ist der Schlag 1, 2 und wenn er 3 und wenn er einmal rum ist und wieder bei dem Schlag 1 ankommt, dann muss ich statt mit der rechten Hand mit der linken Hand starten. Da kommt jetzt sein Schlag 1. Er startet mit rechts, ich starte mit links, dann mit rechts und jetzt mit links, er schlägt mit rechts, ich schlage mit links, ziehen wir zurück, rechts, links, unten. Rechts, oben, zurück. Das ist das, wo ich meinte, wenn er zurückzieht unter den Arm, das kommt jetzt gleich, ziehen wir zurück auf die Schulter. Das heißt, wir haben den Winkel 1, den wir zurückziehen. Er hat den Winkel, geschlossenen Winkel, den er zurückzieht. Da, er zieht unter den Arm, wir ziehen auf die Schulter zurück. Und wir müssen jetzt von unten nach oben schlagen. Wenn das zu schnell ist, geht ihr in dem Video einfach noch einmal zurück und guckt euch nochmal den Part an, wo ich dieses langsam zeige. Dann könnt ihr hier wieder reingehen und das nochmal laufen lassen. Spult es einfach zurück und vor, sodass ihr Stück für Stück mitkommt. So, der spannende Teil kommt jetzt. Jetzt wollen wir natürlich gegen den Dummy arbeiten und wollen zwischen dem Muster 3 und 7 hin und her wechseln. Das ist nur eine Phasenverschiebung. Das heißt, es ist eigentlich recht einfach. Man muss einfach einen Schlag doppelt machen und landet dann praktisch aus dem Dreiermuster im 7er-Muster und mit wieder einem Schlag doppelt zurück im Dreiermuster. Dafür haben wir den Dummy, der da schön langsam schlägt und dem können wir oder da können wir versuchen zu folgen. Ich werde aber einmal den Dummy abschalten und werde das einmal mit euch nochmal langsam durchgehen, wo dieser doppelte Schlag liegt. So, jetzt kommt der spannende Teil. Wir wechseln vom Directional Sinhavali Nummer 3 zu dem Nummer 7. Da hatten wir gesagt, wir suchen jetzt den Moment, wo wir mit einem Stock 2 Schläge schlagen können, sodass wir die Phase einfach versetzen und in die Nummer 7 rutschen, weil die Nummer 7 im Prinzip nur eine Phase versetzt ist, also ein Schlag praktisch Unterschied hat.
So, das heißt, wir schlagen jetzt erstmal das Direction Center Value Nummer 3 und gucken uns das nochmal an. Wir haben hier einmal den Schlag zum Kopf, den ersten, den zweiten zum Knie. Und jetzt ist der dritte Schlag, greift jetzt die rechte Kopfseite an. Und der vierte Schlag greift auch die rechte Kopfseite an. Dann haben wir Schlag 5 und Schlag 6. Und haben jetzt wieder, Schlag 6 ist die linke Kopfseite. Und der Schlag 1 greift auch die linke Kopfseite an. Das heißt, es sind immer zwei Schläge, die jeweils zu einer Kopfseite gehen. Und das ist der Punkt, genau an der Stelle wollen wir dann mit dem Stock, mit dem gleichen Stock, beide Schläge, die praktisch oben zur Kopfseite kommen, beantworten. Einmal ganz langsam, wir gehen wieder rein in unser Direction Scenario Nummer 3. Das war ja durchziehen zum Kopf, durchziehen zum Knie, zurückziehen unter den Arm. Durchziehen zum Kopf, durchziehen zum Knie, zurückziehen unter den Arm. Durchziehen zum Kopf, durchziehen zum Knie. So, und jetzt kommt der erste Schlag oben. Das heißt, ich beantworte mit rechts den Schlag zum Kopf, beantworte wieder mit rechts den Schlag zum Kopf, zum Knie, zum Kopf, zum Kopf, zum Knie, zum Kopf, zum Kopf, zum Knie. Was wir merken ist, dass wir in das Direction Center Value Nummer 7 gerutscht sind. Jetzt muss ich mich wieder konzentrieren und suche wieder den ersten Schlag von den oberen. Da ist er. Beantworte den zweimal mit rechts. Unten durchziehen, unter den Arm ziehen. Und jetzt merke ich schon, oben durchziehen, unten durchziehen. Oben unter den Arm zurückziehen. Und das zeigt mir schon, das war ja immer das Zurückziehen aus der Backhand. Ich bin wieder im Direction Center Value Nummer 3. Das heißt, ich suche immer den Punkt, wo kommen zwei Schläge oder wo kommt der erste Schlag auf meine Kopfseite. Da kommt er angeflogen oben. Also nehme ich zweimal mit links den Schlag und ich bin wieder in dem Spiegel drin. So, jetzt kommt der spannende Teil. Jetzt wechseln wir zwischen dem Direction Center Value Nummer 3 und 7 hin und her. Wir suchen die zwei Schläge, die dann die eine Kopfseite oben angreifen, wie wir gesagt hatten, beantworten die mit dem gleichen Stock, um dann die Phase um einen zu verschieben und von dem 3 in den 7er zu landen, vom 7er wieder im 3er. Das heißt, ich gucke mir jetzt das Spiegelbild wieder an und gehe erstmal mit dem Direction Center Value Nummer 3 dort rein und schlage erstmal mit ihm mit. Und suche mir dann den ersten Schlag oder zum Kopf von den beiden Schlägen und beantworte den. Da sind wir jetzt erstmal drin. Oben durchziehen, unten durchziehen. Oben zum Kopf, unter den Arm zurück. Oben, unten. Und jetzt kommt oben ein Schlag. Den nehme ich mit links und wieder mit links. Und habe die Phase jetzt verschoben. Da kommt jetzt wieder der Schlag. Oben mit links und wieder mit links. Und ich habe wieder die Phase zurück verschoben in das Direction Center Value Nummer 3. Da ist wieder ein Schlag zum Knie. Dann weiß ich, jetzt kommt der erste oben. Einmal mit links. Zweites Mal mit links und ich habe die Phase verschoben. So, jetzt nehme ich einmal die andere Seite. Da kommt die andere Seite. Einmal mit rechts, zweite Mal mit rechts und ich habe die Phase verschoben. Jetzt kommt wieder Schlag oben, einmal mit links, zweite Mal mit links und die Phase wieder verschoben. Da kommt wieder
Geste oben. Einmal mit rechts. Zweites Mal mit rechts. Und jetzt kommt schon wieder die andere Seite. Also ruhig. Einmal mit rechts. Zweites Mal mit rechts. Und jetzt kommt schon wieder oben. Doppelter Schlag. Einmal mit rechts. Zweites Mal mit rechts. Ja, so kann ich immer hin und her wechseln zwischen dem Directional Sinhavalis Nummer 3 und Nummer 7. So, jetzt für die Fortgeschrittenen. Jetzt nehmen wir noch zwei Variationen einfach zu dem Spiegel dazu. Wenn wir den Spiegel hatten, haben wir ja hier immer zum Kopf, zum Knie, zum Kopf und haben hier den Winkel 1 zurückgezogen. So, wenn man sich das genau anguckt, ist ein Zurückziehen, bringt mich wieder auf die linke Seite, ist das gleiche wie ein um den Kopf ziehen. Das heißt, ein Umbrella-Schlag. Das heißt, ab jetzt ziehe ich den Schlag nicht mehr zurück, sondern ich lasse ihn um den Kopf rumwandern. Bleib also im gleichen Muster, bleib im Spiegel, kann genauso gegen das Directional Sinhavali Nummer 3 arbeiten, aber habe eine kleine Variation mit drin. Das heißt, wenn ich gleich anfange wieder mit der Spiegelposition, haben wir gesagt, fängt der untere Stock ja an, oben, unten und jetzt geht der statt zurück um den Kopf rum, oben, unten. Das heißt, wir haben oben, oben, unten. Oben, oben, unten. Ja? Wir können dann arbeiten und das einfach laufen lassen. Das wäre die eine Variante, die man jetzt einbauen kann in das Dashing. Nummer zwei, die zweite Variante wäre, dass wir praktisch einen Reverse Umbrella machen. Das heißt, dann setzen wir noch einen drauf. Das heißt, wir starten wieder mit dem unteren, schlagen zum Kopf, schlagen zum Knie. Und jetzt haben wir ja gesagt, okay, der erste geht also um den Kopf rum und der zweite geht, schlägt und geht reverse um den Kopf rum. Dadurch haben wir den ersten kreisend, den zweiten kreisend zum Bein. Das heißt, ersten kreisen, zweiten reverse kreisen. Dadurch haben wir dann eine sehr schöne runde Bewegung, um die Sache laufen zu lassen. Auch wieder gegen den Dummy werden wir es jetzt dann noch einmal machen. So, da haben wir den Dummy. Wir gehen gleich in das Muster rein. Jetzt war ich ein bisschen zu schnell. Durchziehen. Da ist der Schlag, den wir zurückziehen. Das wollen wir jetzt nicht mehr tun. Das heißt, da kommt jetzt der Schlag, den wir zurückziehen. Nein, wir ziehen ihn um den Kopf rum. Um den Kopf rum. Dann sind wir in der ersten Variante. Um den Kopf rum. Jetzt beginnen wir uns zu langweilen. Und ziehen den ersten um den Kopf rum. Und den zweiten reverse um den Kopf rum. Den ersten um den Kopf rum. Den zweiten reverse um den Kopf rum. Den ersten um den Kopf rum. Zweiten Reverse um den Kopf rum. Sehen, da kommt der erste oben, nehmen den mit links, nehmen den wieder mit links und sind in dem Directional Sinhavali 3 im gleichen Muster wie unser Dummy und sind also nach den drei Spiegeln, die wir praktisch gemacht haben, durch den Doppelschlag dann wieder in das Ausgangsmuster zurück. Ich weiß, es ist eine ganze Menge, aber wie gesagt, vielleicht macht ihr das sogar, dass ihr euch einen eigenen Dummy aufnehmt oder mal guckt, ob ihr das Video ein bisschen schneller stellen könnt. Dann könnt ihr natürlich auch euren Dummy ein bisschen beschleunigen, so dass ihr am Ende natürlich wirklich einfach die Sache fließen lasst. Die Doppelschläge, die zweite Variante, die Variante um den Kopf arbeitet, wenn wir gesagt haben, einfach alles in einen Fluss reinbringt und natürlich eine ganz viel Spaß macht es natürlich mit einem Partner, wenn man dann natürlich das Klackern der Stöcke hat und da natürlich einen Rhythmus finden kann, sich vielleicht sogar bewegt dabei. Das werde ich vielleicht nach der Corona-Krise dann noch einmal aufnehmen, wie das aussehen kann, wie toll man sich bewegen kann und wie viel Spaß man damit haben kann. Hat mir super Spaß gemacht mit euch und ich hoffe, ihr bleibt bei den ganzen anderen Videos auch dabei. Wir versuchen wirklich jeden Tag irgendwas zu posten. Ich glaube, morgen ist Nico, glaube ich, wieder dran und zeigt euch, macht mit euch wieder ein kleines Workout. Ich glaube, diesmal nimmt er das sogar zu Hause auf und wir schalten das dann bei uns rein. Und es wird auf jeden Fall auch wieder eine Menge Kindertrainingseinheiten geben mit Eugen und mit Alex, sodass wir auch für die Kinder was machen. Und
und ich hoffe, ihr seid dabei. Viel, viel Spaß und sehen uns beim nächsten Mal.